Der Status quo ante, also zurück zur alten Normalität, ist vielen Wirrköpfen, die sich im Netz unter Widerstand 2020 und anderen Namen tummeln, nachgerade ein Herzensanliegen. All diesen Spinnern und Corona-Kritikern sei gesagt, es wird keine Normalität mehr geben wie vorher. Madonna, Robert De Niro und rund 200 andere Künstler und Wissenschaftler fordern zu Recht nach der Corona-Krise Lebensstil, Konsumverhalten und Wirtschaft grundlegend zu verändern. Besser zu Hause, weil ich nicht möchte, dass sich in meiner Umgebung jemand infiziert. Aber ich könnte die Maske aufsetzen. Damit hält man das nicht auf. Also damit hält man das nicht auf. Können wir noch mal separat darüber reden, aber die technischen Was Daten auf dazu Maßnahmen betrifft, die man dem einzelnen Österreicher und der einzelnen Österreicherin raten kann, empfehlen kann, das sind in Wirklichkeit die gleichen einfachen Maßnahmen auf der einen Seite, die wir bei Grippe und gegen Grippe empfehlen. Das heißt, von Hygienemaßnahmen, die ratsam sind, das klingt manchmal ein bisschen banal, aber dieses mehrfache Händewaschen, das hat schon einen Sinn, das hat einen Effekt, sagt uns jeder Medizinexperte, dass das in einer derartigen Situation, wo wir ja auch nach wie vor mitten in der Grippewelle sind, Sinn machen. Wir haben derzeit rund 140.000 Grippefälle in Österreich. Medical masks like this one cannot protect against the new coronavirus when used alone. When you wear them, you must combine with hand hygiene and other preventive measures. WHO only recommends the use of masks in specific cases. If you have cough, fever, and difficulty breathing, you should wear a mask and seek medical care. If you do not have these symptoms, you do not have to wear masks because there is no evidence that they protect people who are not sick. However, if you are healthy, but you are taking care of a person who may be infected with the new coronavirus, then you should wear a mask whenever you are in the same room with that person. And remember, if you choose to wear a mask, use it and discard it properly and clean your hands with alcohol hand rub or soap and water. For more information on mask use, other preventive measures and the new coronavirus, check WHO website at who.int. Thank you. Das bedeutet nicht, dass man in Panik verfallen sollte. Das bedeutet schon gar nicht, dass es sinnhaft ist, irgendwelche panischen Hamsterkäufe zu tätigen oder mit Schutzmasken herumzulaufen, die einen gar nicht schützen.
Problem ist, dass viele sich noch gar nicht vorstellen können, was auf uns zukommt. Es ist ein bisschen wie die Ruhe vor dem Sturm. Wir haben Ausgangsbeschränkungen in Österreich. Wir haben uns für diesen Weg entschieden, haben natürlich klar geregelt, aus welchen Gründen man außer Haus gehen darf, nämlich um in die Arbeit zu gehen für notwendige Besorgungen, um andere Menschen zu unterstützen, die Hilfe brauchen, oder um sich die Beine zu vertreten oder Sport zu machen. Aber es gilt nach wie vor, bitte keinen Kontakt zu den Großeltern. Bitte keinen Kontakt zu Menschen, die nicht mit ihnen im selben Haushalt leben. Und überall dort, wo sie unterwegs sein müssen, egal ob im Supermarkt oder bei der Arbeit, Abstand halten, das ist das Allerwichtigste. Wir werden auf das Tragen von Masken setzen. Ich bin mir vollkommen bewusst, dass Masken für unsere Kultur etwas Fremdes sind. Es ist nicht Teil unserer Kultur und es wird eine große Umstellung sein. Aber es ist notwendig, dass wir diesen Schritt machen, um die weitere Ausbreitung noch stärker. Urteilen Sie selbst, ob bei diesem Besuch des österreichischen Bundeskanzlers Sebastian Kurz im Kleinwalsertal die Abstandsregeln eingehalten wurden. Ein Politiker der Partei Neos jedenfalls kündigte erst an, den Kanzler anzeigen zu wollen, sah dann aber doch davon ab. Die SPÖ hat zwei parlamentarische Anfragen eingereicht. Die FPÖ nannte Kurz Verhalten ungeheuerlich. Aus dem Bundeskanzleramt hieß es, Kurz habe während des Ortstermins mehrmals dazu aufgerufen, den Mindestabstand einzuhalten. Die Bevölkerung im Kleinwalsertal war vor dem Besuch des Kanzlers darüber in Kenntnis gesetzt worden, dass es sich nicht um eine öffentliche Veranstaltung handele und ein Annähern an die Delegation.